Hallo, ich heiße Gregor. Ich komme aus Loham bei Deggendorf und ich komme aus der Autoindustrie. Ich selbst bin Autoverkäufer und interessiere mich privat ganz viel für natürlich alle möglichen Fahrzeuge und Umbauten und verbringe meine Wochenenden natürlich auch dann gern auf Treffen und triff Freunde und Gleichgesinnte. Das ist mein M2. Es sind diverse Teile verändert worden dran. 20 Zoll Rotiformfelgen, die in Orange-Kupfer lasiert worden sind. Dann sind diverse Carbonteile verbaut worden, Spiegelkappen und Spoiler. Und im Innenraum ist Carbonteile verbaut worden. Dann habe ich ein komplettes Luftfahrwerk verbaut. Es ist ein Airlift, Airlift Performance Fahrwerk, Dämpfer wie auch die Steuerung von Airlift. Dann ist eine komplette BMW Performance Auspuffanlage verbaut worden, Up-Downpipe mit Klappenauspuffanlage. Also an meinem Auto mag ich natürlich die Leistung des Fahrzeugs. Es ist wahnsinnig schön, diese 370 PS, wenn er von unten raus, wenn man Autobahn beschleunigt oder sonstige Geschichten, sind wahnsinnig. Dann mag ich natürlich auch ein bisschen so die Meinungen der Leute zu spalten mit Performance und gleichzeitig Luftfahrwerk. Das ist ein bisschen so ein Zwiespalt, die für die manchen Menschen nicht so ganz verständlich sind, für andere wieder besser. Was ich nicht mag an meinem Auto, natürlich ist es so, viel Leistung bedeutet viel Verbrauch, das ist natürlich passend zum Auto. Der kleine Tank ist ein bisschen störend, aber ansonsten bin ich super zufrieden. Das Einzige, was noch folgen wird, sind die Sitze, die stören mich noch ein bisschen, die sind zu serienmäßig für einen M2. Also ich habe relativ schöne Erlebnisse mit dem Fahrzeug schon gehabt. Ich habe jetzt 4500 Kilometer drauf. Die erste Fahrt gleich am ersten Tag, wie ich das Auto bekommen habe, war an den Königssee. Und danach gingen natürlich viele Treffen, viele Orte sind wir angefahren. Der zweite Trip war natürlich zum Wörthersee, eine Woche Urlaub machen, relaxen. Der zweite Ausflug war dann Berlin XS, eines der schönsten Treffen, auf denen ich jemals teilnehmen habe dürfen, in Viel stehen und natürlich die Atmosphäre genießen. Und in zwei Wochen geht es dann nach Polen ins Racism-Treffen. Da freue ich mich auch schon mega drauf. Und bin schon gespannt, wie das da drüben wird.